Servus Freunde, in diesem Video packen wir den neuen WLToys 124010 aus. Wir schauen, was dieses neue Brustmodell von WLToys alles so zu bieten hat, was mir alles so auffällt, was im Verpackungsinhalt drinnen ist, wie das Fahrverhalten ist und einfach alles, was euch zu diesem neuen Auto interessiert. Das alles nun in meinem Video. Außerdem werdet ihr erfahren, warum das RCK eines der besten ist, wenn ihr in das Hobby einsteigen möchtet. Übrigens findet ihr einen Link unten in der Videobeschreibung mit Rabattcode, wobei es meinem Kanal wirklich sehr hilft, wenn ihr auch über diesen kauft. Nun aber ganz viel Spaß mit dem Video. So Freunde, schauen wir uns vor dem eigentlichen Unboxing auch einmal die Verpackungsbox an, denn da ist etwas recht Interessantes. Klar, man sieht hier natürlich das ferngesteuerte Auto, was für eine Fernsteuerung wir drin haben. Ist auch ganz cool gemacht, hier mit so einem kleinen Halter. Auf der Rückseite auch nochmal ein paar Erläuterungen, hier dann die ganzen Features. Aber darum geht es mir gar nicht, mir geht es vielmehr darum, denn hier sieht man nämlich Luftstoßdämpfer. Und es wird gleich sehr, sehr spannend, was für Stoßdämpfer denn tatsächlich in diesen WLToys drin sind. Da haben sich nämlich einige beschwert, dass WLToys hier nichts in hochwertigen Öldruckstoßdämpfer verbauen wollte und stattdessen diese hier verbaut hat. Die sind natürlich günstiger in der Herstellung, aber nicht wirklich gut. Also da habt ihr kein schönes Fahrverhalten. Und das ist so eine kleine Überraschung in diesem ferngesteuerten Auto, denn WLToys hat tatsächlich direkt auf das Kundenfeedback gehört. Sie haben diese Stoßdämpfer überall rausgenommen und durch Öldruckstoßdämpfer ersetzt, was ich wirklich sehr, sehr cool finde. Bevor die überhaupt noch losgesendet wurden, muss man hier auch echt mal lobend erwähnen. So, Freunde, genug rumgelabert. Jetzt mache ich hier mal die Verpackungsbox auf. Ist, finde ich, übrigens sehr hochwertig und schön gemacht. Hier mit dem kleinen Racing-Logo noch drauf. Dann sehen wir auch schon das ferngesteuerte Auto an sich selber. Was uns direkt erwartet, ist hier einmal der Spoiler, den werden wir nachher natürlich hinmontieren, auch schön verpackt, damit er nicht kaputt geht. Das Auto an sich ist hier drinnen, das können wir ganz einfach hier rausnehmen. Und da sehen wir auch schon das RCK. Ich hole nachher auch noch meine Brushless-Variante dazu, dann können wir uns die ganzen Unterschiede anschauen, ob es denn bis auf die Elektronik auch noch weitere Unterschiede gibt. Jedenfalls holen wir uns jetzt erst einmal hier den weiteren Verpackungsinhalt raus. Im weiteren Verpackungsinhalt sehen wir einmal, dass WLToys tatsächlich am Anfang andere Stoßdämpfer verbaut hat, denn das sind so kleine Spacer, damit ihr eben die Höhe der Stoßdämpfer einstellen könnt. Die sind hier noch mit dabei. Dann finden wir hier einen Schraubenschlüssel. Finde ich immer schön, wenn sowas mit dabei ist. Das Ladegerät ist gar nicht mal so schlecht. Also klar, natürlich gibt es bessere, aber 2 Ampere sind für den, ja, recht interessant aussehenden Lipo gar nicht mal so schlecht. Der hat nämlich 1300 mAh. Finde ich ein bisschen schade, dass es nur 1300 mAh sind. Aber mal schauen, wie lange der dann trotzdem halten wird. Jedenfalls hier ganz schön eigentlich gemacht. Das ist ein schönes Hardcase, fühlt sich hochwertig an. Balance Lead Port und eben der typische T-Stecker. Hier oben noch mit dieser Aussparung, damit der auch perfekt reingeht. Kennen wir schon. Finde ich eine sehr, sehr coole Sache. Bei der Bedienungsanleitung gibt es jetzt auch nicht so viele Unterschiede im Vergleich zur Brushless-Version. Was ich immer sehr, sehr schön finde, ist, dass hier die ganzen Exploded Views drin sind, als auch die Ersatzteilnummern. Kann ich jetzt hier auch mal kurz zeigen. Genau, hier sieht man das. Finde ich immer wichtig und richtig, denn bei ferngesteuerten Autos geht gerne mal was kaputt. Und was ich auch immer sehr schön finde hier von WLToys, ist dieser kleine Radschlüssel. Der ist immer ein sehr angenehmes Tool, ist ja auch aus schönem Metall gemacht. Damit könnt ihr dann eure Räder nämlich direkt festziehen und müsst nicht noch irgendein anderes Teil nachkaufen. Was ich auch sehr, sehr cool finde bei WLToys ganz generell, es gibt wirklich sehr, sehr viele Upgrade- und Tuning-Teile und ganz generell Ersatzteile. Das sollte man definitiv auch immer mit erwähnen. So Freunde, jetzt habe ich auch die Fernsteuerung ausgepackt und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich war ja am Anfang nicht so überzeugt von denen, von WLToys, diese neue Generation. Mittlerweile mag ich die aber sehr, die liegen wirklich toll in der Hand. Wir haben hier diesen kleinen Stick, damit wir auch einhändig ganz entspannt fahren können. Wir haben hier einen schönen Moosgummibezug und ganz generell optisch macht die wirklich einen guten Eindruck. Hier ist auch ein bisschen weicherer Kunststoff, fühlt sich schön krippig an, ist nicht rutschig. Hier hinten können wir auch noch eine kleine Schlaufe anbringen, um die uns um den Hals oder sonst wo rumzuhängen, damit es nicht ganz so nervig ist, wenn man die transportiert und gerade gar nicht Auto fährt. Hier ist dann der An-Ausschalter, ganz normaler Kippschalter und was ich sehr cool finde, beziehungsweise ja, nettes Feature, nutzen würde ich es jetzt nicht unbedingt, aber ihr könnt hier oben auch euer Handy tatsächlich befestigen und falls ihr zum Beispiel Speedruns oder so etwas macht oder irgendwelche krassen Telemetrie-Elektronik-Teile eingebaut habt, könnt ihr euch das da oben dann gegebenenfalls anzeigen. Ich finde es nicht ganz so gut gemacht, weil es doch eine recht wackelige Angelegenheit ist. Da muss ich die WLToys aber auch ja, ein bisschen verteidigen bei Traxxas. Also da habe ich die Fernsteuerung ebenfalls mit dieser Erweiterung und
da ist es auch nicht ganz feste drin. Also das ist meckern auf hohem Niveau, beziehungsweise ist bei allen Herstellern so. Zwar schade, aber selbst bei sehr teuren Marken nicht anders. Deswegen nehme ich das Ding gar nicht so übel. Ansonsten designtechnisch finde ich, sieht die echt gut aus hier mit dem V8-Logo und dem Bremssattel. Ist, finde ich, schön gemacht. Also kann man sich nicht beschweren. Was ich auch immer sehr, sehr wichtig finde bei diesem ferngesteuerten Auto und besonders auch bei der Zielgruppe, die dieses ferngesteuerte Auto anspricht. Dazu komme ich gleich noch. Und zwar kann man hier das Throttle-Trim einstellen. Das heißt, wie stark oder beziehungsweise wie schnell dieses Auto fahren soll. Das ist, finde ich, sehr entspannt, vor allem wenn man kleinere Kinder damit fahren lässt oder einfach Neueinsteiger in das Hobby, damit die nicht direkt von der Power dieses RC-Cars überrumpelt werden. Das wäre eine schöne Sache auf jeden Fall. Zudem können wir hier das Steering Trim einstellen, das heißt, damit er auch schön gerade lenkt, und mehr braucht man eigentlich gar nicht. Ist zwar basic, aber langt, finde ich, definitiv aus. So, Freunde, jetzt schauen wir uns hier endlich auch einmal den Whale Toys an sich selber an, und ich muss ehrlich sagen, das sieht optisch schon sehr, sehr geil aus und gefällt mir tatsächlich auch besser als die Brushless-Version. Bevor wir hier jetzt aber noch weiter auf das Design eingehen, würde ich sagen, machen wir erst einmal hier den Heckbumper drauf hin, den Heckspoiler, damit wir das ganze Auto auch in richtiger Präsenz sehen können. So, Freunde, der Heckspoiler ist nun montiert, ging ziemlich schnell. Was ihr nicht vergessen dürft, ist ganz wichtig, der kommt hier noch mit so einer Art Schutzfolie, nicht nur hinten im Heckspoiler, sondern eben auch auf der Karosserie. Dieser also noch abziehen, dann habt ihr das Auto in seiner vollständigen Pracht, dann glänzt er auch wunderschön. Das also nicht vergessen. So, Freunde, kommen wir nun zum Design des Autos. Und ich muss ehrlich sagen, ich liebe dieses Buggy-Design von Whale Toys. Das haben wir ja auch schon bei der Brushless-Version gesehen und da hat es mir auch schon sehr, sehr gut gefallen. Hier finde ich, ist es aber noch geiler tatsächlich. Mit diesen schönen grauen und roten Akzenten sieht einfach richtig gelungen aus. Sieht tatsächlich sogar hochwertiger aus als die Brushless-Version, was ich doch recht interessant finde. Was mir hier jedenfalls direkt auffällt, das habe ich ja vorhin auch schon kurz am Anfang erwähnt, der hat hier zum Glück Öldruckstoßdämpfer und die sind doch wirklich richtig gut. Paradoxerweise sind die sogar besser als von der Brushless-Version, zeige ich euch nachher noch. Die funktionieren wirklich richtig gut, man kann es hier auch schön einstellen. Finde ich einen sehr, sehr guten und richtigen Move von Whale Toys, dass sie das so gemacht haben. Mit anderen Stoßdämpfern wäre es wirklich schwierig gewesen, dieses Auto weiter zu empfehlen, da einfach fast jeder Whale Toys die Öldruckstoßdämpfer von denen hat und das dementsprechend einfach nicht gepasst hätte. Wenn sie da andere Stoßdämpfer genommen hätten in der schlechten Qualität, zumal das einfach nicht passt, im Jahr 2023 solche schlechten Stoßdämpfer zu verbauen. Deswegen ist sehr, sehr cool, dass Whale Toys das hier gemacht hat und sich da direkt dem Kundenfeedback angenähert hat. Denn das wäre dann auch einer meiner größten Kritikpunkte gewesen, diese Stoßdämpfer. Aber es ist nun mal nicht so. Wir haben hier richtig schöne Stoßdämpfer und die werden dem auch ein richtig geiles Fahrverhalten geben. Was fällt mir weiter auf? Wir haben hier wieder einen fetten Frontbumper aus Metall. Fühlt sich sehr hochwertig an. Wir haben hier vorne Einstellung von Sturz und Spur, hinten tatsächlich nicht, aber das ist auch richtig so, da braucht man das, finde ich, nicht so, und dafür haben wir hier ein schönes Kunststoffteil, was nicht so schnell kaputt gehen wird. Auch hier vorne haben wir noch ein Kunststoffteil, das wird dem Ganzen schon eine Stabilität geben. Was mir direkt auch auffällt, wir haben hier wieder die Plastikstoßdämpferbrücke. Da waren sich ein paar unsicher, beziehungsweise ich auch, ob die viel aushält. Die vordere hält wirklich viel aus, das ist echt krass. Meine ist bisher noch nicht kaputt gegangen bei meiner Brushless-Version. Allerdings die hintere, die, ja, ist zwar auch sehr, sehr stabil, aber wenn ihr aus 5 Meter Höhe landet und genau so rum, also wirklich auf dem Kopf, das ist mir nämlich passiert, dann kann die auch kaputt gehen. Ansonsten sind die aber sehr, sehr stabil, da müsst ihr euch eigentlich keine Sorgen drum machen, wenn ihr die nicht komplett verrückt bashen geht, dann hält der gut was aus. Und sollte euch die kaputt gehen, könnt ihr auch immer noch die Carbon-Dämpferbrücken von Relalo kaufen, die habe ich dann auch bei meinem verbaut und dann habt ihr das ganze Problem nicht mehr. Aber ansonsten eine sehr gute Materialqualität hier auch an der Seite, finde ich sehr, sehr schön und hochwertig gemacht, wie die Karosserie hier eingepflegt ist mit diesem Kunststoffteil. Ganz generell ist dieser Whale Toys recht kunststoffstark verbaut, würde ich jetzt mal sagen. Also wir haben hier recht wenig Aluminium, beziehungsweise hier ein schönes Kunststoff-Chassis, Kunststoffarme natürlich. Und ja, eigentlich ein ziemlich guter Mix, ist auch sehr stabiles Kunststoff, ist mir noch nicht kaputt gegangen, ist wirklich sehr, sehr gutes Kunststoff, macht einen guten Eindruck. Ansonsten, wenn wir uns hier die Reifen anschauen, die sind auch schön grippig. Was ich jetzt gerade noch ganz vergessen habe, die Größe von dem ist ja 1:12 und ich finde die wirklich perfekt, eigentlich passt schön auch in den Rucksack rein, ist nicht zu klein, nicht zu groß
Und ja, es ist eine sehr angenehme Größe, vor allem für einen Skaterpark. Es ist schon sehr geil, mit dieser Größe fahren zu gehen. Gefällt mir ziemlich gut. Und wie gesagt, designtechnisch, ja, da ist, glaube ich, schon alles zu gesagt. Sieht einfach verdammt geil aus. Das kann WL Toys einfach richtig gut, schöne Autos zu bauen. Hinten übrigens haben wir dann auch nochmal so ein kleines Metallschutzteil. Da komme ich jetzt auch mal direkt zu den Differentialen. Wir haben hier richtig schön fette Dogbones bzw. vorne CVDs verbaut. Das sind richtig schön fette Teile. Auch die Differentiale sind aus Metall, halten auch gut was aus, beziehungsweise sind mir noch nicht kaputt gegangen, bin ich auch zufrieden mit. Da hatte ich tatsächlich mit der Vorgängerversion, also der noch mit Metallchassis, das sind die ja relativ schnell ausgeschlagen, diese Diff Cups, ist bei dieser Version zum Glück nicht mehr so, zumindest war das bei mir nicht so. Ansonsten auch hier vorne schön fette Drive Shaft, so muss das, sehr, sehr geil. Interessanterweise sind die gar nicht mal so viel dünner, beziehungsweise sind, meine ich, sogar genauso dick wie von einem Armor Quaten 8 SEXB und ich glaube, das sagt schon mal einiges aus, weil das ist nämlich ein deutlich, deutlich größeres Auto. Schauen wir nun noch unter die Karosserie. Wir haben hier wieder diese schönen Bodyclips mit diesen kleinen Ziehern dran. Gefällt mir sehr, sehr gut. Kann man das ganz entspannt schnell abziehen. So gehört sich das natürlich. Karosserie auch von innen. Schön hochwertig gemacht, schön flexibel. Die halten einiges aus, hatte ich noch nie Probleme mit. Wenn wir uns hier den Innenraum anschauen, es gibt tatsächlich, das ist mir jetzt gerade schon aufgefallen, einen weiteren Unterschied zur Brushless-Version, abgesehen von der Elektronik. Doch bevor wir zur Elektronik kommen, möchte ich noch kurz auf den Innenraum ganz generell eingehen. Wir haben hier ein sehr schönes Wabenmuster. Das gibt dem Ganzen richtig schön viel Stabilität. Ganz generell alles sehr hochwertig von innen aufgebaut. Sieht sehr clean aus, auch wie hier die Kabel so geführt sind. Macht einen sehr guten Eindruck. Auch das Akkufach gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut. Das finden ja einige nicht so mega. Aber ich finde das besonders für Einsteiger in das Hobby sehr, sehr angenehm. Einfach hier den Akku quasi reinzustecken. Ja, mit einer Hand ist ein bisschen schwierig, aber kann man hier einfach reinstecken. Dann connectet er sich direkt mit dem Stecker vom ESC, der hier hinten ist. Und schon seid ihr ready to go. Wenn ihr andere Akkus nutzen wollt, könnt ihr das doch einfach abbauen. Da ist so eine kleine Schraube dran. Und dann könnt ihr auch andere Lipos nutzen. Aber an sich ist das, finde ich, perfekt eigentlich. Einfach deswegen, weil der Akku sich hier wirklich gar nicht bewegen kann. Der ist bombenfest drin. Der wird euch sehr, sehr wahrscheinlich nicht rausfliegen. Und es einfach ziemlich einfach ist, den hier rein zu montieren, anstatt mit irgendwelchen Akkustrapsen oder sonst etwas rumzuhantieren. Hauptsächlich ist dieses Auto ja deswegen günstiger wegen der Elektronik. Wir haben hier einen 560er Brushed-Motor. Früher waren es 550er, jetzt 560er. Sehr, sehr cool mit einem kleinen Heatsink hier drauf. Bin ich schon sehr gespannt, wie das so performen wird. Aber ich glaube, ihr seht schon, der Motor ist wirklich sehr, sehr groß. Klar, ist nur ein Brushed-Motor, aber dennoch ein sehr, sehr großer Brushed-Motor. Der wird dem gut Speed geben. Ich habe gerade gar nicht nachgeschaut, aber auf der Box, meine ich, stand 55 km/h Topspeed. Das werden wir natürlich noch testen. Jedenfalls ist ja der hauptsächliche Unterschied zum Brushless eben, dass es hier ein Brush-System ist. Auch das ESC ist ein 2-in-1 ESC. Statt der unabhängigen Elektronik wie beim Brushless WL Toys ist 2S-fähig, 60 Ampere mit kleinen Kühlrippen hier drauf, kennen wir schon. Und ja, hat bisher eigentlich gut performt, solange es jetzt nicht nass wird. Das mögen die nämlich nicht so. Ich weiß nicht, ob es hier geändert wurde, aber da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Nasse Untergründe bzw. ja, in Wasser würde ich mit dem jetzt nicht unbedingt fahren. Das Servo ist leider ein 5-Kabel-Servo, ist zwar wieder ein sehr, sehr schnelles, auch mit einem Servo-Saver hier dran, was ich sehr schön finde. Dann hält das Servo auch etwas länger. Aber ich finde hier tatsächlich ein bisschen schade, dass hier kein 3-Kabel-Servo verbaut wurde. Vorteil damit wäre einfach gewesen, dass ihr viel einfacher auf Brushless hättet upgraden können. Und jetzt müsst ihr eben auch noch ein neues Servo kaufen, anstatt das einfach drin zu lassen. Denn es ist ja per se kein schlechtes Servo. Bisschen schade, da hatte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr erhofft. Ansonsten ist das hier aber alles schön gemacht mit den Kabeln, gefällt mir gut. Den Vorteil tatsächlich sehe ich von diesem Brushed-Motor und dem Brushed-ESC darin, nicht, dass es jetzt besser ist. Im Gegenteil, ist ja eigentlich performance-technisch schlechter als Brushless. Aber der große Vorteil für mich liegt einfach daran, dass dieses Auto wesentlich günstiger ist als der Brushless. Das ist schon mal ein positiver Punkt. Und hauptsächlich dann mehr Einsteiger an das Hobby targetiert, die noch nicht so viel Geld ausgeben wollen, verständlicherweise. Und dementsprechend, ja, wenn sie zum Beispiel einsteigen in das Hobby, noch nicht direkt so viel Power haben wollen, das ist einfach auch besser, wenn man mit ein bisschen weniger startet. Vor allem ist so ein Brushed-Motor den meisten Brushed-Motor noch sehr überlegen, wenn es darum geht, wie sensibel bzw. wie smooth die fahren können. Es sei denn, ihr habt einen Sensor-Brushed-Motor, dann ist was anderes. Die sind aber sehr, sehr teuer. Aber ganz grundsätzlich ist so ein Brushed-Motor viel geiler zum Anfang. Die sind viel besser kontrollierbarer, vor allem bei niedrigen Geschwindigkeiten, gehen auch entspannter los, würde ich jetzt mal sagen. Also die machen nicht direkt einen Wheelie oder sowas. Wenn ihr da stärker Gas gibt, das ist sehr anfängerfreundlich, muss man auch mal mitbedenken. Das
ist definitiv eine schöne Sache hierbei. Sollte man definitiv auch nicht unterschätzen. Beim 1:14er Wähltoys bei Brush vs. Brush ist, habe ich es sogar dazu geraten, den Brush zu wählen, wenn ihr in das Hobby einsteigt, weil der einfach besser gefahren ist und sich besser kontrolliert hat. Der Brush ist hingegen, der ein bisschen ruppiger gefahren ist und man da einfach besser dann bedient ist, wenn man schon länger in dem Hobby drinnen ist, finde ich persönlich. Klar kann man jetzt auch nichts falsch machen, ist erst das Auto, wenn es direkt brushless wird, aber ganz grundsätzlich ist so ein Brush-Motor einfach bedienungsfreundlicher, weil er eben viel smoother fährt. Ansonsten macht er enorm hier aber einen sehr, sehr guten Eindruck. Und was ich vorhin noch gemeint habe, mit dem Unterschied zum Brushless, dass hier oben eben dieses Topdeck frei ist, das ist bei dem anderen nicht so. Und meines Wissens nach ist hier außerdem auch das gleiche Metallhauptzahnrad verbaut wie beim Brushless Wähltoys. Da macht ihr also keine Abstriche. Ich würde sagen, wir machen das ferngesteuerte Auto nun aber auch endlich an. Batterien habe ich schon reingetan in die Fernsteuerung. Da kommen viermal AA rein. Hier blinkt jetzt auch schon schön. Länger drauf hindrücken. Und schon ist der Wähltoys an. Das Servo ist nach wie vor Wähltoys typisch sehr, sehr schnell. Er ist schon reaktiv, lässt sich auch gut steuern und ja, macht einen guten Eindruck. Ich meine aber, dass das vom Brushless noch mal etwas stärker ist, aber dafür zahlt er ja auch mehr Geld. Jedenfalls, das ist das, was ich vorhin auch gemeint habe. Der lässt sich halt wirklich sehr smooth fahren. Also man kann hier ganz leicht Gas geben und das ist halt besonders für Anfänger sehr, sehr entspannt, wenn sie das machen können, damit man da auch schön in das Hobby quasi reinkommt und nicht direkt ein Crash baut und irgendetwas kaputt geht, auch wenn der hier ein sehr, sehr stabiles Auto ist. So, Freunde, wie versprochen, zeige ich euch nur noch den Vergleich zum Brushless Wähltoys. Rein optisch sind die ja doch recht ähnlich, beziehungsweise unterscheiden sich eigentlich nur dadurch, dass sie eine andere Karosserie haben. Gut, ich habe hier hinten noch einen anderen Heckspoiler drauf hin gemacht, weil mir der hier bei einem ziemlich heftigen Landung kaputt gegangen ist und diese andere Dämpferbrücke mit den anderen Stoßdämpfern. Aber ansonsten sehen die von außen direkt identisch aus. Also auch hier die Chassisplatte ist hier die gleiche, alles ziemlich ähnlich, auch die Stoßdämpfer. Wo ich jetzt ehrlich sagen muss, dass die vom Brush, noch mal etwas besser sind, kann natürlich aber auch daran liegen, dass ich den Brushless schon recht oft gefahren bin. Jedenfalls haben wir auch hier schon, dass es ein Brushless-Motor ist, allein schon, wie es sich hier anhört, wenn man den leicht hin und her schiebt. Vom Innenraum, das ist übrigens auch noch ein kleiner Unterschied, tatsächlich fällt mir gerade hier auf. Der Servo-Saver ist hier ein anderer, sieht ein bisschen hochwertiger aus. Und merkt man auch schon, wenn man den hier so bewegt, dass der einfach ein bisschen besser ist vom Brushless Wähltoys. Ansonsten innenraumtechnisch eigentlich ziemlich ähnlich. Was man hier noch recht gut sieht, das ist wirklich verrückt, wie viel kleiner dieser Brushless Motor ist. Und da er eben so viel kleiner ist, ist zwar ein starker Brushless Motor, aber deutlich kleiner, fährt auf 3S, der hier fährt nur auf 2S. Kann es sogar gut sein, aufgrund der Größe und des krassen Drehmoments von diesem Motor, dass die ungefähr gleich schnell sind. Ich bezweifle es zwar, aber es kann durchaus sein. Ansonsten, wenn wir uns hier den Innenraum anschauen, sind die aber wie gesagt sehr, sehr ähnlich. Das sind keine großen Unterschiede, bis auf die Elektronik. Klar, hier ein Lüfter drauf, da ist kein Lüfter. Dann das unabhängige Empfängersystem. Aber das war es auch schon von den Unterschieden. Das sind wirklich sehr, sehr ähnliche RC-Cars und ja, unterscheiden sich hauptsächlich durch die Elektronik. So, Freunde, und ich würde sagen, fackeln wir gar nicht länger rum. Ich werde euch jetzt einmal zeigen, wie stark dieses RCK wirklich ist. Da werde ich das Auto einfach mal hochhalten und dann Vollgas geben. Im Anschluss werden wir dann noch draußen fahren, werde ich mal ein bisschen schauen, wie agil das so ist, wie das Fahrverhalten so ist, was mir sonst noch alles so auffällt. Einen ersten kleinen Test sozusagen. Und im Anschluss gibt es dann natürlich noch ein Fazit, beziehungsweise eine kleine Handlungsempfehlung zu diesem RCK, ob ich ihn empfehlen würde zu kaufen oder nicht. So, Freunde, also nun mein vorläufiges Fazit zu diesem neuen Wähltoys RCK. Ich muss ehrlich sagen, ich bin positiv überrascht. Ich dachte nicht, dass es sich so geil fährt. Der Motor macht definitiv Spaß zu fahren.
ist auf jeden Fall cool. Ich sehe das Auto tatsächlich aber eher für Einsteiger in das Hobby bzw. Kinder. Dafür ist er einfach ideal mit seinem Brush-System. Da könnt ihr nicht viel kaputt machen bzw. lässt sich einfach sehr, sehr smooth fahren. Das ist besonders am Anfang von sehr großem Vorteil. Wer allerdings schon länger in dem Hobby drin ist, dem empfehle ich eher den Brushless zu kaufen, einfach weil der bessere Elektronik drin hat, ein Brushless-Motor ist, dementsprechend auch mehr Power hat bzw. ihr da auch mehr upgraden könnt, ohne jetzt allzu viel Geld auszugeben zu müssen, da eben der Empfänger schon unabhängig ist, da eben das Servo schon ein 3-Kabel-Servo ist. Wenn ihr zum Beispiel, wie gesagt, erst in das Hobby eingestiegen seid, dann empfehle ich den hier durchaus, weil er eben einen sehr, sehr guten Preis hat. Ich finde, das ist ein sehr gutes Preis-Leistungs-Auto. Allerdings ist der Brushless, ja, zwar teurer, aber gar nicht mal so viel teurer. Also überlegt euch das definitiv gut. Ganz generell, wie gesagt, ich kann es dir noch einmal sagen, wenn ihr Einsteiger in das Hobby seid, beziehungsweise das Auto für eure Kinder kauft, dann am besten den hier, dann macht ihr nichts mit falsch. Der ist schön smooth zu kontrollieren, fährt sich stabil, macht sehr viel Spaß zu fahren, ist auch nicht langsam, also der fuhr wirklich schnell, war ich selber ein bisschen beeindruckt, beziehungsweise überrascht, wie schnell der doch fuhr. Das ist definitiv eine sehr coole Sache, weil zu wenig Speed ist auch mal ein bisschen langweilig. Deswegen so gesehen wirklich das perfekte Auto eigentlich für Einsteiger in das Hobby. Wer aber wie gesagt schon ein bisschen Erfahrung hat, dem empfehle ich ganz klar die Brushless-Version mit dieser Karosserie hier. Denn damit werdet ihr einfach nochmal ein bisschen mehr Spaß haben, weil die fordert euch nochmal ein bisschen mehr heraus. Aber wie gesagt, an sich ein sehr gutes Auto, gefällt mir gut. Negativ finde ich, dass das Akkufach ja zwar sehr, sehr cool gemacht ist, aber der Akku an sich sehr klein ist. 1300 mAh ist ein bisschen wenig. Was mir auch nicht so gut gefällt, ist, dass wir hier ein 5-Kabel-Servo statt 3-Kabel-Servo haben. Aber das war es tatsächlich auch schon. Ansonsten ist es wirklich ein sehr cooles Auto, gefällt mir gut. Dachte ich persönlich auch nicht. Ich dachte, dass der Brush ziemlich langweilig wird. Ist aber zum Glück nicht. Deshalb umso positiver zu sehen, dass dem Ganzen nicht so ist. Wenn ihr übrigens an einem Kauf des RC-Cars interessiert seid, dann schaut sehr gerne unten in die Videobeschreibung rein. Da gibt es einen Affiliate-Link von mir. Wenn ihr darüber kauft, unterstützt das meinen Kanal wirklich sehr. Und ihr könnt mit dem Code Feutastisch auch noch 7% bei Makerfy auf dieses RCK sparen. In dem Sinne, Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gut gefallen und bis zum nächsten Mal.